Hier sind eine ganze Menge Kästchen dargestellt. Die violetten Kästchen hier, also dieses große Gitter, das stellt jeweils 100 Kästchen dar. Also habe ich insgesamt, lass mich die mal eben zählen, 100, 200, 300, 400 Kästchen, also 400er, 400er. Und dann habe ich hier noch solche Balken, da sind jeweils 10 Kästchen in so einem Balken drin. Du kannst natürlich gerne nachzählen, wenn du möchtest. Und davon habe ich 1, 2, 300er. Also addiere ich jetzt, Entschuldigung, 3 Zehner natürlich. Also addiere ich jetzt hier mal noch 3 Zehner. 3 Zehner. Und dann habe ich hier noch so orangene Kästchen, die sind einzeln. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also habe ich noch 6 Einzelne oder 6 Einer. 6 Einer. Und wenn ich das Ganze jetzt richtig super kurz aufschreiben wollte, dann benutze ich einfach das Stellenwertsystem und sage, ich habe eine 100er Stelle, die mache ich einfach jetzt hier hin. Und rechts von der 100er Stelle sage ich einfach, schreibe ich immer die 10er hin. Da habe ich jetzt 3. Und rechts neben die 10er Stelle, da schreibe ich immer meine Einer hin. Und davon habe ich jetzt hier 6. Soweit, so gut. Was wäre denn, wenn ich jetzt von der 436, so viele Kästchen habe ich hier nämlich, jetzt irgendeine Anzahl an Kästchen wieder abziehe? Also sage ich doch mal, wie wäre es mit 300, 312. 312 ziehe ich ab. 312. Wie viel bleibt dann noch übrig? Wie viele Kästchen habe ich noch, wenn ich von 436 312 abziehe? Gucke ich doch mal. Fange ich bei den Einern an. Also, ich habe jetzt hier 6 Kästchen und davon möchte ich jetzt 2 Kästchen abziehen. 6 Einer minus 2 Einer. Also, wenn ich jetzt hier 1, 2 abziehe, bleiben noch 4 Kästchen übrig. 4 Kästchen bleiben übrig und das sind eben 4 Einer. Weiter mit den Zehnern. Wenn ich hier die 3 aus der Zehnerstelle mit minus 1 in der Zehnerstelle rechne, komme ich auf 2 in der Zehnerstelle. Macht also noch 2 Zehner. 2 Zehner. Kann nicht gut schreiben. Zehner. Und passt das hier auch? Ich habe hier 1, 2, 3 und davon möchte ich einen abziehen. Einer abgezogen. Stimmt, bleiben noch 2 übrig. Und bei den 100ern habe ich hier 4 in der 100er Stelle minus 3 in der 100er Stelle macht 1 in der 100er Stelle. 400er minus 100, minus 300er macht 100er. 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 Und gucke ich mal hier, ich habe hier 4 und davon nehme ich jetzt einen und den nehme ich auch weg und den nehme ich auch weg. Stimmt, bleibt noch 100er übrig. Also sehe ich jetzt und habe ich auch hier nochmal ausgeschrieben oder sogar in Kurzform geschrieben, dass wenn ich 436 von irgendwas habe und davon 312 Dinge wieder abziehe, bleiben noch 124 Dinge übrig.